Ja, man sagt ja, man soll nur noch so auf 19 Grad heizen und wegen der Solidarität etc. und sowas in der Richtung. Es tut uns wirklich unermesslich leid. Ist aus Versehen passiert. Aber wir haben gleich einen Aufguss im Wohnzimmer. Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, Mund zusammen. Ja, heute kommt der Sonnenuntergang am Anfang, weil wird schnell dunkel. Und früher habe ich keine Zeit gehabt. Ja, ich habe mich wieder beruhigt bezüglich des Spinners da. Ja, ich habe heute schon mit dem Werkstattleiter gesprochen bezüglich des Freelanders. Denke, ich werde gleich mal Informationen kriegen, ob das Auto schon fertig ist. Ja. Alles halb so schlimm. Dann ist der BMW in die Brüche gegangen. Ihr kennt den BMW noch, den ich hier repariert habe. Ja. Der ist über den Jordan, denke ich mal. Bezüglich Zylinderkopfdichtung. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, ob der noch anspringt. Oh Gott. Ah, sieht gut aus. Alter, das ist so geil. Ja, hat er keinen Bock drauf, aber es läuft. Nicht schlecht. Sprit ist noch drin. Ah, reichlich. Ja. Schön eingefroren. Unglaublich. Auf den ersten Schlüsselstart, diese Isuzu-Motoren sind so eisenhart, ne? Wahnsinn. Unglaublich. Ja, das Dach ist offen, aber das hat auch einen guten Grund, weil der Wagen hat schon geschimmelt. So kann er wenigstens immer wieder abtrocknen, ne? Ja. Ist zwar ein bisschen nass hier, aber das hält ja schon aus. Mal gucken, ob er ein bisschen Gas annimmt. Ja. Scheibenwischer werde ich jetzt nicht anmachen. Wie gesagt, eisenharter Motor. Unglaublich, das Ding. Ja, das kann man sich gar nicht wünschen. Weil einige angefragt haben bezüglich Erwerben dieses Fahrzeugs. Nein. Ich will versuchen, daraus einen Mikrocamper zu machen. Ich finde den echt gut. Rostmäßig hält er sich auch in Grenzen. Ist halt ein 2001er B-Corsa, was es eigentlich nicht so wirklich gibt, ne? Also nicht so reichhaltig, vor allen Dingen nicht als mit dem Motor. Es ist schon ein geniales Teil, dieser Isuzu 1.7 Saugdiesel. Ja, es hat noch einen Wirbel, einen Vorkammerdiesel, ne? Wirbelkammerdiesel wollte ich jetzt sagen. Ja. Ja, da bin ich immer noch am Leitungen löten. Ja, der Marder hat ordentlich zugeschlagen. Und deshalb kann ich die Front auch noch nicht zusammenbauen. Der wird auch erstmal abgemeldet. Die gute Frau hat ein anderes Auto. Ja, der Golf. Da kann der Besitzer jetzt erstmal eine Runde fahren. Ich habe ein Additiv reingepackt. Der bekommt vorne nicht genug Sprit in den Brennraum. Die Abgase sind auch zu mager.
Spritfilter ist in Ordnung. Hm. Ja. Das ist so ein Sorgenkind. Aber wie gesagt, Additiv ist drin. Sollte der Besitzer ab morgen, wenn er wieder gesund ist. Gute Besserung an Jonas. Er hat sich Corona eingefangen. Ja, blöde Sache. Ja, der kriegt ein Additiv rein und dann kann er erstmal mit dem Auto fahren. Und dann lesen wir den nochmal aus. Gefahr scheint jetzt nicht mehr zu bestehen. Fehlzündungen sind weg. Das ist schon mal gut. Ja, der ist nicht mir. Ja, wisst ihr ja. Aber ich habe noch eine gute Nachricht. Ja, hier stapeln sich schon alte Kartons. Hat natürlich einen gewissen Grund. Ja, wie man sieht, die erste Fuhre Tassen sind da. So, die müssen verpackt werden. Aber ihr wollt die bestimmt sehen. Das sind die Tassen. Kann man auch mit öligen Fingern anfassen. Fällt nicht auf. Klein und dezent. Ja. Ich wollte jetzt nicht ein riesen Brimborium drum machen. Ne? Also ich denke, der Druck ist in Ordnung, finde ich. Ja. Gute Qualität von der Emaillierung. Kein Billigkram. Ja. Ist also auch aus der Gegend mehr oder weniger. Naja, mehr oder weniger, hier in der Gegend gibt es keine. Von daher, ich finde diesen ganz gut gelungen, muss ich sagen. Ja, jetzt heißt es einpacken. Nachhaltiger als eine Emaillentasse ist mir nicht eingefallen. Und weil die natürlich in Kartons kamen, die Kartons, also ziemlich alle Kartons, die in letzter Zeit hier gekommen sind, werden wir die auch benutzen. Um die einzupacken und dann loszuschicken. Wird ein paar Tage dauern, die alle einzupacken. Ja, machen wir zwischendurch. Ja, also ein bisschen Geduld. Die nächste Fuhre, wann die kommen soll, ich weiß es noch nicht. Muss ich erst mit denen sprechen. Im Moment sind offensichtlich ein bisschen Probleme mit Tassen. Also die Rohtassen zu kriegen. Drucken ist nicht das Problem, aber dann halt ins Leere, weil keine Tasse da ist. Ja, 84 sind erstmal da und werden uns in Kürze verlassen. Ja, und wie sollte es anders sein? Wir sind unterwegs Richtung irgendeinem Baumarkt, der irgendwo in der Gegend sein könnte oder auch eben nicht. Nein, wir haben eigentlich nur erst nachmittags. Ne? Wird echt Zeit, dass es mal wieder früher oder länger hell ist. Kriegt da echt, ich möchte eigentlich schon ins Bett gehen. Wir haben gerade mal 16:30 oder so. Ja, wir brauchen mehr Verpackungsmaterial. Wer hätte es gedacht, aber diese eine Rolle Paketband reicht irgendwie nicht. Komisch. Konnte man nicht mitrechnen. Naja, normalerweise verpacke ich auch keine 84 Tassen. Gut, ja. Wollen wir mal gucken, was wir da kriegen. Vielleicht noch ein bisschen mehr Karton oder so. Haben die ja bestimmt auch noch als Abfall da. Ja. Naja, so ist das. Ja, man kann Tassen, Kartons kann man wirklich kaufen, aber warum soll irgendjemand was produzieren, wenn ich eh schon Kartons da habe, ne? Also von daher wird halt gebastelt. Ich muss jetzt ganz viel reden, weil da oben Musik läuft und ja, mal gucken, ob wir Paketband finden. Ach, guck mal, Paketband. 6,49 Euro. Haben die geraucht? Was ist denn das für ein Paketband? 4,49 Euro? Okay, das ist schon billiger. Ja. Alter Schwede. Vergoldetes Paketband. Wahnsinn. Ich glaube, die machen gerade Inventur. Ja. Ich suche so einen gewissen Schraubenschlüssel. 4 Größen, den habe ich ja auch. Aber
Ich glaube, den haben die hier nicht. Blöd. Das ist schlecht. Den Kram würde ich mir im Leben nicht kaufen. Naja. Ja, so ist das. Ja, Baumarkt schon mal erledigt. Ist dann doch so richtiges geworden, ne? Kostet mal eben kurz 4 Euro weniger. Wahrscheinlich muss es selbst mit Klebstoff bestreichen. Ich habe keine Ahnung, warum das 4 Euro weniger gekostet. Gibt halt durchsichtiges Klebeband, meine Güte. So, auf geht's, weiter geht's. Ja, auf dem Weg nach Hause. Wie man sieht, sieht man nichts. Kölner unterwegs. Wetter ist wohl blöd. Ja, zwischendurch telefoniert mit dem guten Mann, der den Abschleppdienst da beim ADAC macht und die Werkstatt beziehungsweise leitet. Ja, offensichtlich ist das bekannt mit den Batterien, die die da verhökern in dieser besagten Werkstatt. Und erwischt haben sie die, dass die Dinger aus 2017 sind, erzählte er mir. Ja, uralte Lagerware, dass ein mit Säure gefülltes Gerät nicht ewig hält oder sich ewig lagern lässt, spricht eigentlich für sich selbst. Das sollte eigentlich logisch sein. Ja, offensichtlich haben sie da schon einige Problembatterien gehabt. Nicht Problembären, Problembatterien. Gibt es auch. Gibt ja auch Problemmenschen. Ja. Die bauen zum Beispiel solche alten Batterien als neu für jeden blödsinnigen Defekt ein. Solltet ihr also mal irgendwo, ich werde den Namen nicht nennen, der Werkstatt, also irgendwo in Dannenberg, zum Beispiel bei Rewe oder sowas in der Richtung, eine Panne haben, vielleicht einen platten Reifen, schiebt euer Auto woanders hin, bevor ihr eine Batterie eingebaut bekommt. Ja? Das ist vielleicht sinnvoller, das Auto einfach nach Hause zu schieben oder den Reifen selber zu wechseln. Das ist übel. So. Ich denke, ich komme mal für heute zum Ende. Ist ja nur ein kurzes Dienstagsvideo. Wir müssen noch ordentlich kleben und falten. Ich würde sagen, lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns im nächsten Video.